Huhu, Leute, wir machen weiter bei Golden Sun. Mitten in diesem netten Dings da hier. Und ja, diese Karte zeigt die gesamte Welt jener Zeit, als Lemuria noch mit den Völkern auf all den Kontinenten Handel trieb. Es war ein großes Zeitalter, eine Zeit, in der die Welt strahlend hell leuchtete. Und dies ist die Karte, die Lumpa bei sich trug, als er vor 150 Jahren nach Lemuria kam. Mit Hilfe dieser Karte segelte ich um die ganze Welt. Sie ist überaus genau. Unglaublich! Sie verstehen, Kran? Was verstehst du? Wenn mich meine Augen nicht trügen, haben die Kontinente seit dem goldenen Zeitalter erheblich an Größe verloren. Das ist Wahnsinn. Das ist nicht Wahnsinn, das ist die Wahrheit. Vielleicht wird dies die Sache klarer erscheinen lassen. Seht euch diese beiden Karten an, wenn sie direkt miteinander verglichen werden. Es besteht kein Zweifel. Die Kontinente auf Lumpas Karte sind wesentlich kleiner. Lügen, nichts als Lügen! Was hofft ihr dadurch zu gewinnen, unserem Volk diese infamen Lügen zu verkaufen? Ihr wisst gut genug, dass ich nach nichts anderem trachte als nach der Wahrheit, Konservator. Und wer so glaubt, ihr soll diesen unseren Glauben schenken? Wenn ihr nicht den Beweisen vor euren Augen traut, woran glaubt ihr dann? Glaubt ihr, die lemurianische Karte hat tatsächlich bis zum heutigen Tag Gültigkeit? Sag mir, Aaron, du konntest diese Angelegenheit doch überprüfen, oder? Dank Felix und seinen Freunden konnte ich weit über die östliche See reisen. Und was hast du gesehen? Ich sah mit eigenen Augen, dass die Karte Lumpas die genauere der beiden ist. Doch erscheint die Welt noch kleiner geworden zu sein, als auf Lumpas Karte dargestellt. Was sagst du da? Die Zeit selbst ist zum Stillstand gekommen. Stellt euch Veyard als lebendes, atmendes Wesen mit seiner eigenen Lebenskraft vor. Die vier Elemente sind die Nahrung, welche dieses Wesen am Leben erhält. Kran, dies sind die Worte, die König Hydros selbst zu mir gesagt hat. Seit die Alchemie versiegelt wurde, ist die Welt von ihrer Nahrungsquelle abgeschnitten. Sie befindet sich in einem Zustand ähnlich dem Winterschlaf. Veyard verlängert sein Leben, indem es weniger Energie verbraucht. Doch durch diesen Winterschlaf hat dieses Wesen nur seine eigene Uhr angehalten. Nicht jedoch den Fluss der Zeit, der es umgibt. Wenn ein Bär im Winter schläft, muss er nur darauf warten, dass der Frühling anbricht. Wenn er erwacht, kann er seinen geschwächten Körper wieder kräftigen und nähren. Doch wenn der Frühling niemals kommt, so schläft der Bär dem sicheren Tod entgegen. Veyard vergeht, seine Kontinente werden kleiner, weil sein Frühling niemals gekommen ist. Hydros, wie könnt ihr solch unerhörte Behauptungen aufstellen? Die Welt ist nicht am Leben. Sagt mir, Konservator, warum denkt ihr, ist Poseidon wieder zurückgekehrt? Habt ihr denn die Antwort auf diese Frage, Hydros? Die Leuchttürme der Elemente. Felix und seine Gefährten haben die Leuchtfeuer Merkur- und Venus-Leuchtturm entfacht. Was? Wisst ihr überhaupt, was geschehen wird, wenn ihr diese Geißel... Ja. Ihr wusstet, dass dies zur Zerstörung der Welt führen könnte. Und dennoch habt ihr es getan. My Lord... Ihr könnt unmöglich beabsichtigen, dass diese Leute die beiden verbleibenden Leuchttürme Leuchtfeuer entzünden. Ich habe in der Tat vor, Konservator. Und ich fürchte auch die Möglichkeit, dass Alchemie die Welt zerstören könnte. Doch kann ich nicht zusehen und wieder besseren Wissens die Welt dem Verfall preisgeben, ohne zumindest den Versuch unternommen zu haben, eine Maßnahme zu ergreifen. Das ist Wahnsinn, Hydros! Ist denn die Bedrohung durch Alchemie für euch nur von so geringer Signifikanz? Würdet ihr die Welt noch größeren Gefahren aussetzen, nur um eure Eitelkeit zu befriedigen und diese Theorien zu untermauern? Da nur zwei der Leuchtfeuer entfacht wurden, nehme ich an, ihr werdet Aaron ein zweites Mal aussenden. Und ich werde auch gehen, Lord Konservator. Felix braucht meine Kraft. Dann geh, Aaron, doch wisse, dass dein Lebewohl für immer sein wird. Denn du kannst nicht mehr zurückkehren. Du wirst für alle Zeiten aus Lemuria verbannt. Du kennst unsere Gesetze. Bist du bereit, die Konsequenzen zu tragen? Ich persönlich fühle mich von diesen Angelegenheiten in höchstem Maße abgestoßen. Ich verlasse euch nun, Hydros. Doch ich warne euch. Ich werde nicht zulassen, dass ihr euren Wahnsinn Realität werden lasst. Scheiß Konservator. Seid ihr tun, eure Hoheit? Ich wusste, dass dieses Resultat ein unausweichliches war. Doch wie kann ich zusehen, wie unsere Welt in die Verdammnis trifft?
Ich möchte, dass ihr die verbleibenden Löschfeuer zündet, bevor ihr wieder zurückkehrt. Das haben wir auch vor. Doch wir können die östliche See nicht verlassen. Aaron hat mir dieses Problem bereits zu Gehör gebracht. Dies ist etwas, das ich in meinen Tagen als Dieb in irgendwelchen Ruinen fand. Ich bin mir nicht sicher, was es sein mag, aber es scheint mächtige Psynergie zu enthalten. Es scheint euch so? Ihr seid euch also nicht sicher? Es handelt sich um eine Psynergie, deren Einsatz immer verwehrt ist. Ich wette, du reist mit Adepten unterschiedlichster Ausrichtung, Felix. Wenn wir Aaron zu unseren Reihen zählen, verfügen wir über einen Adepten für jedes der vier Elemente. Dann sollte zumindest einer von euch in der Lage sein, die hierhin enthaltene Synergie zu nutzen. König Hidros vermutet, dass dieser Gegenstand nur von jemandem benutzt werden kann, der über die Macht der Synergie der Erde verfügt. Wenn mich mein Wissensstand nicht handelt es sich um eine mächtige Synergie. Sie ist bei uns bekannt unter dem Namen Mörser. Meistert ihr diese Synergie, stellen Riffe für euch kein Hindernis mehr dar. Mit Hilfe des Mörsers könnt ihr eine Schneise schlagen, die euch zur westlichen See führt. Geht, mutiger Deppen, mögen die verbleibenden Leuchttürme durch eure Hände ihr Licht wieder verströmen. Diese Synergie ist unglaublich stark. Sie wird nur wenigen vertrauenswürdigen Personen überlassen. Dass eine Hoheit sie euch gegeben hat, sollte zeigen, welche große Erwartungen er in euch setzt. Ich hege keinen Zweifel daran, dass deine Reisen fortan noch mehr Gefahren bergen wird. Aber wir zählen auf dich, Felix. Komm, Aaron! So, Leute, das war's in Lemuria. Hier haben wir den Mörserstein, welchen wir dann auch gleich Felix geben. So, jetzt raus hier. Ja, wie gesagt, können wir nun die westliche See betreten, aber ich weiß gar nicht, wo zuerst hin, denn eigentlich gibt's super viele Djinns, die noch fehlen und irgendwie alles doof. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll, beziehungsweise... Ach, keine Ahnung, ich werde einfach gucken, was sich tun lässt. Gibt ja noch viele Rätsel zu lösen. Und spätestens, wenn ich Isaac und seine Freunde habe, also im Team, wenn sich unser Goldpasswort endlich lohnt, spätestens dann kann ich alle Djinns sammeln. Und natürlich auch das Spiel 100% machen und so, ne? Ist natürlich klar und so. So. Felix, wollen wir schon abreisen? Ja. Dann stechen wir in See. Aaron? Ja, Cosma, was ist? Da gibt es etwas, das ich dich fragen wollte. Etwas, das ich dich fragen muss. Frag mich, Cosma. Du und ich, wir beide scheinen im selben Alter zu sein, aber wie alt bist du wirklich? Ist das deine Frage, Cosma? Das ist nicht wichtig. Für mich ist es das aber. Wenn du viel älter bist als wir, dann fürchte ich, haben wir dir nicht den nötigen Respekt erwiesen. Das ist ein Argument. Sorgt euch nicht um solcherlei Dinge. Behandelt mich, wie ihr es bisher auch getan habt. Nein, damit muss es nicht getan. Damit ist es nicht getan. Was? Kommt schon, seid doch nicht närrisch. Das ist doch närrisch. Nein, Aaron, sag es mir. Ihr befürchtet, ihr hättet euch mir gegenüber nicht respektvoll genug verhalten. Und dennoch seid ihr so fordernd. Komm schon, Aaron, du kannst es uns sagen. Wie alt bist du wirklich? Das hat nichts mit Respekt zu tun. Ihr wollt einfach nur wissen, wie alt ich bin, nicht wahr? Hihihihi. Ohohoho. Ich wusste es. Komm schon, Felix. Kannst du sie mir nicht vom Leibe halten? Du steckst mit ihm unter einer Decke, Felix. Jetzt habe ich aber genug von eurer kleinen Verschwörung. Ich sage euch gar nichts. Ja, wir kehren aber nochmal zurück nach Lemuria, denn es gibt hier noch einen anderen Weg. Hier mal ein bisschen durchspeeden. So, an diesen Stein können wir Mörser einsetzen. Testen wir mal gleich, wie es funktioniert. Sehr schön, oder? Auf jeden Fall können wir jetzt hier lang. Und hier irgendwo ist dann auch ein richtiger Weg. Ja, ja, ja. Da, hier sind so eine Art Hafen, Hefen-Dings da. Und wir sind, ja, sieht ziemlich aus wie Lemuria, wa? Aber wir sind im antiken Lemuria. So, hier ist ein ganz lustiger Djinn versteckt, denn hier ist ganz einzelner Grasbüschel auf dem Boden. Ah, ich weiß noch, als ich den entdeckt habe. Ich habe hier einfach zum Spaß alles weggemacht und dann, plopp, kommt da einer raus.
Ja, der hüpft dann hier rein. Wie war denn das jetzt nochmal? Dann braucht man Erdgezitter. Plopp und raus ist er. So, und der ist lieb, der kommt gleich mit. Müsste rau reif sein, glaube ich. Ja, der Merkur-Gin rau reif, Volk Felix. So, Aaron wird jetzt... Wie war der jetzt? Ne, er ist immer noch ein Kapitän oder so. Ne, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Gin mehr, das ist doch schon mal geil. Und ja, können wir ruhig ein bisschen speeden, denn wir wollen ja ein bisschen Zeit sparen. Och, Kran hier schon wieder. Der Olein! Och, Kran, guck mal her hier. Oh Mann, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ja, so. Zack, auf den See. Zack, njau. Njau, njau. Wir sind so schnell. Njau. Njau. So, hier in Mälerzeit gibt es natürlich jetzt auch einen super schnellen Abkürzungsweg-Dingens. Nämlich durch Mörser kommen wir hier lang. Ist doch super geil praktisch. So, dann geht's hier einmal lang. Ist halt praktisch, wenn wir nochmal irgendwie nach Lemuria wollen. Dann können wir jetzt auch links ins Mälerzeit reingehen. Kommen dann direkt hier raus. Und hier ist, glaube ich, alles chilliger. Hier kann man direkt durchkommen oder so. So, auf jeden Fall, Leute. Hier oben will ich noch nicht hin. Denn hier sind ziemlich starke Monster. Hier werde ich erst gegen Ende des Spiels hin. Ich werde noch einmal zum Schmied gehen. Und dann können wir hier durch die Klippen von Gondowan durchfahren, um dann hier durchzukommen. Und dann sind wir auf diesem Kontinent. Und ja, hier ist zum Beispiel eine Insel. Da können wir auch noch erst mit Isaaks Freunden was machen. Hier sind so am Rand eventuell ein paar Städte oder Dörfer. Hier ist was, hier ist was. Ja, ich glaube, ich werde dann auch zuerst... Ich glaube, das war hier. Hier in dem Bereich oder hier war das. Auf jeden Fall war, glaube ich, hier oben auch noch irgendwo ein kleines Dörfchen mit einem Djinn. Hier oben ist auch noch was mit einem Djinn. Und hier war, glaube ich, nix. Auf jeden Fall gibt es noch ein bisschen was zu tun. In der Yampi-Wüste hier gibt es auch noch was. Aber auch erst ganz zum Schluss. Und hier in dieser Island-Höhle, die hier ist, da kann man ja auch noch ganz doll später weiter. Aber erstmal auf zum Schmied. Warte mal. Erstmal nochmal hier Vermeidung und so, ne? Wir haben ja keinen Bock auf Kämpfe. Wir sind ja faul. Na, naja, dauert noch ein bisschen. Ja, ich sehe, leider ist die Zeit bald schon wieder vorbei. Ich schaff's vielleicht noch alles zu schmieden und dann ist auch schon wieder vorbei. Etwas schade, aber was soll man machen, ne? Aber auf jeden Fall macht mir Goldenzahn gerade wieder richtig Spaß. Die Upload-Zeit dauert halt nur leider mal etwas wegen dem schlechten Internet, was ich mittlerweile habe. Aber naja, was so ein Umzug nicht alles mit sich bringen kann. Aber immerhin wohnen wir in einer schönen Gegend. So, njau, 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 njau. Ja, hier sind wir in Yalam. So, was habe ich jetzt eigentlich alles schon für Zephyrus-Feder-Dinger da? Eigentlich noch nicht so viel. Könnte ich ja eigentlich mal speichern. Machen wir auch noch ein Save-State. Und dann quatschen wir mit ihm ja. Ja, ja, ich habe ganz viele Materialien hier. Ja, guck mal, hier eine Sylphenfeder, genau. So, machen wir schnell hinne. Und das will ich in dem Part noch schaffen. Zack, zack. Bams the Bams. Sylphenrapier. Ist jetzt nicht dein Ernstspiel. Kann den noch irgendein anderer nehmen? Nee, fail. Ist jetzt wirklich richtig fail. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich mache das im nächsten Part. Ich werde hier alles schmieden lassen, gucke, ob ich das Beste draus bekomme. Und werde dann im nächsten Part weitermachen. Und in dem nächsten Part werden wir dann Richtung westliche See reisen. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.